Heute besuchen wir einen ganz besonderen Strand, eine kleine Bucht in der Nähe von Santa Eulalia, zwischen Santa Eulalia und Roccalisa, wenn man es genau nimmt. Und zwar hier ist Santa Eulalia an der Ostküste von Ibiza. Und wir sind jetzt hier entlang gefahren, erstmal an Valverde vorbei und dann durch Calayonga durch, also unten an der Bucht am Wasser von Calayonga vorbei, ganz bis ans Ende der Bucht, und sind da rechts in eine kleine, ja, eine Waldstraße abgebogen, um hier rauszukommen, nämlich in Sol Vencedor. Und man kann hier auch gut parken. Es gibt oben einen Kiesparkplatz und auch ein paar schattige Plätze unter den Bäumen. Man hat eine wunderbare Aussicht. Und ja, und wie das Badevergnügen sich darstellt und ob es ein Vergnügen ist oder eher nur, ja, was fürs Auge, das zeigen wir Ihnen jetzt. Die Bucht von Sol Vencedor befindet sich einige Kilometer entfernt von Calayonga und Santa Eulalia, ist aber ganz einfach zu finden, wenn man sich an die Beschilderung hält. Dieser, einer der wenigen mit Kieseln bedeckten Strände an der Küste von Santa Eulalia, liegt nicht weit von Calayonga entfernt und damit auch einem der, ja, touristischen Zentren auf dieser Seite der Insel. Das Wasser liegt weit unterhalb einer beeindruckenden Klippe. Der Strand von Sol Vencedor selbst ist sehr schmal, aber auf dem knapp einen Kilometer, den er an der Küste einnimmt, findet sich immer ein Plätzchen, wo man das Handtuch ablegen kann. Allerdings sollte man hier eine bequeme Unterlage dabei haben, denn die Kiesel, ob sie nun groß oder klein sind, drücken nun mal auf die Knochen und daher empfiehlt sich eine etwas dickere Matte oder ein dickeres Handtuch. Kleine Felsbrocken haben sich durch die Wirkung des Meeres in runde Formen erodiert. Sol Vencedor wäre auf dem Landweg ein normalerweise völlig unzugänglicher Strand, wenn nicht von Menschenhand ein Teil des Berges durchbrochen worden wäre, um hier einen Zugang zum Meer zu schaffen. An diesem Zugang befindet sich heute im oberen Bereich ein schicker Beachclub mit fantastischer Atmosphäre für die Freunde feiner Gastronomie. Am Strand gibt es keinen Liegenverleih, also bereiten Sie sich entsprechend vor. Entweder Sie bringen Ihre eigene bequeme Unterlage mit oder Sie buchen sich eine Strandliege im Beachclub. Das Naturerlebnis pur, das bekommen Sie, wenn Sie sich einfach zwischen die großen und kleinen Steine legen, die das gesamte Ufer einnehmen, und dem Klappern und Klirren und den Geräuschen des Meeres zu lauschen, wenn die Wellen an Land branden und die kleinen Kieselsteine mit sich bewegen.
Wer also abschalten möchte, ist an diesem Strand gut aufgehoben. Für Kinder und ältere Menschen ist diese Bucht weniger geeignet, denn es geht nun mal doch etwas steil hinunter und auch unten die Steine, die am Strand liegen, machen das Gehen etwas beschwerlich. So, das war mein heutiger kleiner Abstecher an den Strand und ich fühle mich wie neu geboren. Die pure Freiheit auf Ibiza fühlt man dort am besten, wo man die Energie der Sonne, Erde, der Luft und des Meeres einfach nur aufsaugen kann. Die Insel Ibiza hat so viele Facetten wie Strände und jeder ist wunderschön und einzigartig. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Barfußtest wieder dabei sind. Die GPS-Koordinaten und den Google Maps-Link zu diesem Strand finden Sie übrigens unten im Textfeld unter dem Video. Dort können Sie auch auf den Ibiza-Kurier-Link klicken und das Ibiza-Strände-E-Book runterladen. Oder 3 Ausgaben der Deutschen Lokalzeitung für Ibiza und Formentera zum kostenlosen Probelesen als E-Paper. Also, hasta luego und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, hier im Netz oder am nächsten Strand, mit den Füßen im Wasser.